Ich meine, kannst du machen, entscheiden, wie du willst. Also, aber mindestens 45. Okay, dann denke ich, sollten wir loslegen, wenn hier jeder noch Interesse an Container hat. Ja. Müsst nicht aufs Hüftgepäck bleiben. Okay. Ja, das steht hier eigentlich, ich habe keine Ahnung. Also, vielen Dank, dass ihr. Soll ich schon anfangen eigentlich? Ja. Ja, ja, vielen Dank, dass ihr meinen Vortrag von Container folgt, nochmal kurz zum technischen Setup, weil es so geil ist. Ich habe hier eine virtuelle Maschine, auf der eine virtuelle Grafikkarte ist, die Zeug emuliert, das über WLAN an irgendeinen Access Point schickt, über Ethernet geht das dann per über VNC in Profpatch Laptop. Profpatch Laptop macht daraus HDMI. Dieses HDMI geht über ein HDMI-Kabel in irgendeine chinesische Box. Diese chinesische Box sendet über Ethernet hoch zum Beamer, wo der andere Teil der chinesischen Box steht. Da kommt wieder HDMI raus, da kommt aus dem Beamer raus und für die Leute zu Hause, das wird jetzt abgefilmt von der Kamera. Das einfachste der Welt. Und dann haben die Leute vor ihrem Monitor, weil sie also nochmal genau das kommt. Gut. Okay. So, jetzt. Sehen wir uns für denjenigen, der das OCR über das Video macht, kommt der Text wieder raus. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Achso, die Langsamkeit kommt natürlich doch kombiniert das und das. Ja, wie man hier sieht, habe ich jetzt mal was ganz Schönes gemacht. Eine Präsentation in LibreOffice Writer. Mit ein bisschen Text aus. Weil ich habe auch schon die Versionierung so gemacht, wie man es macht. Ich habe versprochen, es wird recht und das wird es auch. So, wirklich feil. Also, dann schauen wir mal, was hier passiert. Also, besser wird's nicht. Container, geiler Scheiß mit WordArt. Also, was sind Container? Da fehlt ein Dodge. So professionell war ich jetzt leider auch nicht. Oh yeah. Container, also Massencontainer, der neue heiße Scheiß oder wie auch Leute sagen, so wie eine virtuelle Maschine, nur lightweight. Diese Referenz habe ich mir jetzt einfach mal ausgedacht und ist natürlich auch falsch. Also erstmal wollen wir wissen, was ist denn überhaupt so ein Container? Dafür im besten, wir machen eine Präsentation in LibreOffice Writer mit einem Screenshot von einer Webseite. Was ist die Docker-Webseite, die ich lese das mal vor, das Docker ist ja natürlich super sicher und super geil und run up securely on the industry's most secure container platform. Also irgendwie ist ein Container so eine Plattform, auf dem wir Zeug run lassen können. Was sagt Red Hat dazu? Kann es hier nicht lesen, aber da. Ein Linux Trademark Container ist ein Satz von Prozessen, die vom Rest des Systems getrennt sind und auf einem eigenen Image ausgeführt werden. Also irgendwie scheint es hier wichtig zu sein, dass wir irgendetwas nehmen, bundeln und irgendwie isoliert ausführen. Also in diesem Talk werde ich darüber reden, wie isoliert denn so ein Container überhaupt, wie sieht es mit der Security aus. Ich werde nicht über irgendwelche Docker-File-Formate reden oder wie man Sachen zusammenpackt. So, und erstmal auf einer Skala hier im Profpatch zu rollen mit Logo von innovativ. Von innovativ, das unterste Innovationslevel, wie ich hier im Curry-Club immer finde, ist, das hat man in den 60er Jahren schon gemacht, bis, naja, lassen wir es mal unbegrenzt nach oben offen, wie neuartig ist denn dieses ganze Konzept? Wir isolieren Sachen und trennen es vom Rest vom System. Ich erwarte jetzt eigentlich die Standard-Curry-Club-Aussage, das haben wir in den 60er Jahren schon so gemacht. Ja, schon. Also, Unix begann Ende der 60er Jahre entwickelt zu werden. Multi-User-Systeme, eigentlich das gleiche. Wir haben hier so Prozesse und isolieren hier vom Rest des Systems und der Benutzer. Haben wir schon immer so gemacht. So, jetzt möchte ich erstmal hier. Außer das File-System. Wir werden gleich noch ein paar Sachen sehen. Erstmal möchte ich jetzt nochmal wiederholen. Unterbrechen, wenn es euch zu langsam ist. Was ist denn so jetzt in meinem aktuellen Linux-System in so einem Prozess alles drin? Ich habe doch mir hier irgendwo eine Kopie gezogen vom Linux. Da. Also jetzt suchen wir erstmal das Task-Strukt. Ist wohl in irgendeiner Header-Datei. Ganz quick and dirty. Und es heißt. Ja, ich tippe auch langsam und vertippe mich dort, dass die vorher mit anderen nicht verstehen. Erzähl das nicht. Strukt, Task-Strukt, da hört ihr deinen Strukt. Da gibt es jetzt hier so eine ganze Menge. Und der Trick, wie ich von Makarios gelehrt habe, wenn die Sourcen schön, wir suchen ja die eigentliche Definition, wir finden jetzt die Definition, wenn die Sourcen schön und einheitlich gemacht sind, dann kann man auch so einen Shit machen, wie da wird es wirklich dann definiert. So, da gibt es hier einmal irgendein Tool, das irgendwas macht und in der get.hasget wie Scheduler. Klingt doch vernünftig, dass da Tasks drin definiert werden. Das ist faszinierend, sehr durchgeholt Source Code. Ja. So. Sandy geht gleich da. Guckt. Gehen wir gleich hin, Sigpen-Strukt,
Effektstrukt, Signalstrukt, Userstrukt, Leerstrukt, Taststrukt. Wunderbar, das Ding. Ich würde jetzt sagen, wir wiederholen jetzt nochmal, was denn in so einem Prozess drin ist. Betriebssysteme 101, das sind das direkt. Fanny, ganz kurz. Erstens, Mischung. Größere? Ja, zweitens, Doppel- und ZBG gleich da. Was? ZBG gleich da, Z-Background gleich da. Jeder Texteditor sollte eine Präsentationsfolie haben. Gleich stark. Ja, genau. So, und oh, da mache ich schon was. Einfach eine Doppelpunkt-Präsentation. Ja, das jetzt irgendeine Dirty VM ist. Ich habe hier eine Dirty VM, die ich eh danach vernicht werde. Also wenn hier jemand, wenn wir gleich Demo machen. So. Ist ja gut. Noch größer? Ist die Kamera auch? Ja, ist gut. Dann hast du noch eins. Ist wieder rund. So. Also wenn jetzt hier gleich jemand Demo... Wir können ruhig das System zerschießen, gar kein Problem, ich mache alles als gut. So, also was ist in so einem Task denn drin? So ein Task hat ein State zum Beispiel, das ist. Er kann gerade jetzt auf die CPU gebracht werden, er ist gerade auf der CPU und alles andere, was man im Betriebssystem nicht lernt. Er wird gerade debuggt und er ist deswegen gestoppt. Er wartet auf I.O., er wartet auf I.O. und kann dabei wegen einem Signalhändler unterbrochen werden und so das Übliche. Es ist ein Volatile Long, ja. Ja. Und Long in C und der Linux-Kern läuft auf ganz vielen Architekturen und es gibt da sicher, also wahrscheinlich braucht ein Embedded-System, ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein, ob es ein Long ist, aber was ist ein Long? Größer gleich 8-Bit, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Oder? Also 8-Bit ist jetzt zumindest nach 9C-Standard wirklich ein Char und Int muss mindestens ein Char sein, stimmt das? Und also nicht kleiner als ein Char und ein Long kann schon ein Int sein. Ja, braucht ja nur 3-1-3-Sachen. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, größer 0 sind ja vielleicht noch mehrere Möglichkeiten. Da gibt es noch. Manchmal, wenn man das über Litz macht, ne? Also wenn das 12-Bit gesetzt ist, dann ist er gerade mit dem Zustand. Was ich jetzt hier vermisse, ist tatsächlich interruptible und non-interruptible. Also wartet auf irgendetwas wegen IO-Festplatte zum Beispiel, kann dabei aber ein Signalhändler ausgeführt werden und non-interruptible wartet trotzdem, aber es muss gerade irgendwie geblockt sein, weil es irgendein Syscall ist, der non-interruptible ist. Also da sind noch mindestens zwei Zustände, die ich kenne. Jetzt hier nicht im Kommentar sind, wir brauchen schon Kommentare. Stack, ja, gute Idee, dass man sich auch merkt, wo der Stack ist. Diverse Sachen, Flex, P-Trace, da kommt noch mehr hierfür. Multikernprozesse, wie meine VM nicht hat, gibt es ganz viele. Ist das auf einer CPU, bla bla, wen wecke ich denn ab, wenn irgendwas, ganz viele Sachen, da kommt noch viel mehr. Scheduling Information, noch mehr Scheduling Information. Preemption Notifiers, irgendwas mit Block Devices, irgendetwas mit hochoptimierter Preemption, mit Read, Copy, Update Listen. Kommt noch viel mehr davon. Noch mehr. Ja, schön, das mal anzuschauen. Hier, Struct Listed Task, das ist so, so wie man lernen möchte. Das ist eine Linked List, in der jetzt alle Tasks vom System drin verbunden sind. In Linux Kernel sind die Linked List immer drinnen und man greift über lustige Macro Magic dann drauf zu auf diese Dinger. Macht das wieder auf, das Ding? Ja. Also hier ist es wieder wach, aber ja, das ist es noch nicht. Ah, danke. Ich bin hier wieder mal da. Was war wo? Wo war die Frage? Irgendwo war es? Was war die Linked List? Tasks. Das hier. Genau, Struct List Head. Das ist dann so ein bisschen Magic. Können wir uns später nochmal anschauen, wie genau eine Linked List im Linux Kernel implementiert ist. Das ist eigentlich lustig zu lesen. Wollte ich erstmal nur sammeln, was wir alles haben. Hier wohl wahrscheinlich eins der wichtigsten: Memory Management. Wir erinnern uns, eigentlich hat jeder Prozess so quasi den kompletten virtuellen Adressraum von 0 bis 264 auf einem 64-Bit-System, kann da eigentlich mehr oder weniger alles drin benutzen und der Kernel mappt das dann auf den physikalischen Rahmen. Oder um zurück in meine Präsentation zu gehen, das habe ich jetzt einfach mal aus Wikipedia geklaut, das ist der linear zugreifbare Speicher, also komplett 264 pro Prozess, was dann jeder Prozess hat und das wird dann so kachelweise in den realen RAM ganz wild gemappt und da sind dann noch die anderen, das macht das Betriebssystem. Wir erinnern uns, das war jetzt eine grobe Vereinfachung. Nochmal, wie es real aussieht, habe ich auch ein schönes Bild gefunden. Ich zeichne einfach, indem ich das Bild, was ich suche, in Google eintippe. Hat schon jemand gemacht. Also auf einem ordentlichen Linux-System. Der Adressbereich ist eigentlich zweigeteilt. Ganz oben habe ich den Kernel nochmal in meinen User-Adress-Space gemappt, weil da komme ich aus dem User-Space nicht drauf. Und nur die unteren
47 Bit, wie es hier steht, also die ersten 128 Terabyte RAM kann ich eigentlich real nutzen. Warum habe ich den Kernel Space mit reingemappt? Die Antwort ist zum Performance-Hack, dass ich Syscall schneller mache. Wenn ich also aus dem User Space in den Kernel Space wechsle, dann will ich nicht meinen TLB-Cache in der CPU clearen müssen. Deswegen ist das einfach da so mit reingemappt. Sind auch die Access Rights proper gesetzt, dass ich aus dem User Space nicht den Kernel zerstören kann. Und wenn wir uns jetzt sowas mal anschauen, wenn ich es schaffe, zurückzuwechseln, das ist extra Crashing, das ist wunderbar. Wenn ich mir jetzt einfach mal so das Memory Mapping von meiner Shell anschaue. So, wir sehen, wir wissen immer, der Stack ist ja eigentlich immer ganz oben im Adressbereich und der ist hier auf irgendetwas. Wir sehen, das ist nicht wirklich ganz oben. Wäre das 264-1, wären da noch viel mehr Fs davor. Das ist wirklich nur hier und sowas ganz Lustiges mit den ganz vielen Fs. Hier ist in meinem Adressbereich irgendein VSYS-Call irgendwie reingemappt. Das ist doch tatsächlich so ein kleiner Kernelbereich, der mir in den Adressbase quasi benutzbar gemappt ist, um halt effizienter mit dem Kernel zu reden. Was ist denn die Cat Proc Self Maps. Das ist das Memory Mapping vom ganzen Prozess. Wir sehen auch hier alle Libraries, die da reingemappt sind. Hier ist mein Heap gerade und sonstiges. Von dem Cat-Prozess. Genau, von meinem aktuellen Prozess, also Cat. In diesem Fall. Sieht jetzt bei jedem Mal anders aus wegen Address Space Layout Randomization. Proc Self ist der. Genau, Self ist auf die aktuelle PID. Wahrscheinlich, wenn das eine ordentliche Shell ist, was ist das? Dollar, Dollar für die aktuelle PID sollte das gleiche machen. Nee. Nicht? Weil Cut ist ja. Ah, das ist jetzt vom aktuellen Shell-Prozess. Also hier sollte ja den Bash sein, kein den Cut. Mehr. Man sieht auch schon viel mehr geladen. Genau. Memory Management, also haben wir komplett virtualisiert. Hier haben wir schon das, was wir in den 60er Jahren gemacht haben. Wir haben schon quasi einen halben Container an der Stelle. Wir haben also zwischen den Prozessen den Speicher virtualisiert. Die Idee war, dass wir in den 60er Jahren gemacht. Aber Unix fing doch auch als True Multi-User-System an, oder? Das war dieses Multi-User-System, das ist ein bisschen anderes. Also die Idee hat eigentlich die ganze Vorarbeit geleistet, auch die Virtualisierung. Okay. Ah, gut zu wissen. Das ist, sagen wir mal, jetzt eine Geschichte, das ist ein eigenes Thema, da bin ich auch wenig aus. Das als ich kurz in Wikipedia Multi-User-System gesucht habe, da ging es dann in den 60ern los. Aber weiter zurück als die 60er bin ich nicht gekommen. Okay, der neue Scheiß aus den 60ern, Virtual Memory. Und wir werden jetzt gleich den Rest virtualisieren. So, mehr Virtual Memory. Hier, Task State. Ganz toll, der Exit-Code von dem Prozess, falls ich eher... Das ist immer sehr treffsicher. Es war kein Multi-User-System, sondern es virtualisierte einfach verschiedene Einzel-User-Systeme. So eins habe ich noch benutzt, da ist es nun ein User-System. Cloud-Sharing. Ja, genau. Also es gibt ja noch diesen UTS, Unix Time-Sharing-System-Standard, der auch noch so ein bisschen... Das muss irgendwie darauf zurückgehen. Weil du die Zeit auf einem Ausrechner geteilt hast. Okay, Taskstruck. Sind wir alle da? Weiter für die Wiederholung Betriebssysteme? Exit State, Exit Code, Exit Signal, all diese Sachen, die ich kriege, wenn ich auf einen Prozess waite, dann kriege ich ja immer von meinen Kindprozessen, wie hat er denn geexitet? Und das sind auch genau die Dinger, also eigentlich dafür lebt das Taskstruck dem Kernel weiter, wenn ich einen Zombie-Prozess habe. Weil wir genau diese Infos hier bereitstellen müssen, bis irgendjemand auf dem Prozess waitet, um wie hat er denn geexitet und dann dem Kernel, glaube ich, indirekt sagt, räum mal den Shit auf oder eben, wenn ich Wait mit der No-Wait-Flag mache, gib mir nur den Exit-Status, aber räum nicht auf. Meine zweitliebste Flag im Linux-Kernel, Wait mit der Flag No-Wait. Das ist das ganze Memory-Zeug, das wird dann schon zurückgesetzt bei den Zombies. Genau, also der Memory ist ja hier ein einzelner Strukt, das kann ich aufräumen, aber das Task-Strukt an sich kann ich nicht aufräumen. Ja. Ich das könnte es verkleinern, macht aber hier. Ein eigenartiger Programmierspiel, dass man diese arithmetische Struktur nicht einfach ersetzt. Das ist also kein Summ-Typ. Ich könnte sie durch was Kleineres ersetzen, ja. Das nur noch das hat. Die Frage ist, bringt das was? Zombies sollten eh nicht so lange existieren und im Kernel habe ich diesen
recht effizienten Slab-Slab-Allocator, der dann so Objekte gewisser Größe, die man immer wieder braucht, einfach so gecached quasi, pre-malloc vorhält und die dann reused, grob gesagt. Das heißt, wenn hier ein Task stirbt, dann wird nicht der komplette Speicher aufgeräumt, dann habe ich erstmal so, da ist noch irgendwie Speicher, genau der Größe von einem Task, brauche ich eh gleich wieder. So, das wird dann vorgehalten. Ich habe es nicht gemessen, ich weiß es nicht, aber es klingt jetzt für mich so, als wäre es kein großer Performance-Gain, wenn ich keine kaputten Anwendungen habe, die ganz viele Zombies erzeugen, dass man das hier in einem Zwischenschritt verkleinert und mehr Speicheroperationen einfach dadurch machen muss. Was ist in C, was kommt Punkt 1 in der letzten Doppelpunktzeit? In der letzten? Insets. Wo ist hier ein Doppelpunkt? Anzeige, Doppelpunkt. Das ist der Teilbereich. Das ist ja interessant, ihr seht mehr als ich auf dem System. Ihr seht mehr als ich auf meiner virtuellen Grafikkarte. Das ist ja schön. Geil, ich muss da mal kurz hinscrollen. Also ich habe da jetzt hingescrollt, hier ist nichts passiert. Vielleicht kommt das Doppelpunkt 1, das macht jetzt quasi so ein Bitfield auf. Und, jetzt müsste ich mich wieder entziehen, wenn ich aufs Programm gemacht habe, ob hier irgendjemand generdsniped hat. Ob das jetzt wirklich nur ein Bit ist an dieser Stelle. Ich glaube schon. Das ist also, kannst du halt mehrere Sachen in einem Anzeige reinmachen. So, jetzt wäre die Frage, hätte ja auch schon gescrollt. Prostpack, wie sieht es denn aus mit deinem Laptop? Wird dir irgendwann nachziehen, denn da sehe ich auch nichts bei dir. Das ist eine interessante Frage, bei mir heißt es, ich steht. Das war Working well. Ja. Port Signal 2. Also hier hängt es bei dir, den ich glaube, machen wir mal. Nicht direkt am Schluss. Warum schon? Nochmal. No route to host. Ja. Hallo. Hallo. Du bist offline? Ich bin offline. Mach mal IP Leerzeichen R. LSG. Mach mal IP Leerzeichen R, aber nicht ob du ins Netz kommst, sondern ob du auf meine Maschine kommst. Ja, ich komme auch gar nicht ins Netz. Ja, das ist. Ja, ich sollte ins Netz rennen. IP, Leerzeichen R? Also du bist auf jeden Fall. Ja, aber irgendwie, wenn ich hier nicht auf Reise komme, dann ist immer das Lamana halt nicht. Ja. Weil vielleicht ist es ein Rest. Ich komme nicht auf deine Maschine, das ist das Problem. Host Destination aus eigentlich? Das ist noch. Ja. Oder deine Maschine blockt den Block. Oder bist du deine virtuelle Maschine? Oder? Ich bin hier eine virtuelle Maschine, die hier per Bridge freigestellt ist und die kriegt jetzt gerade kein neues DHCP. Ach, du bist in der virtuellen Maschine, aber schon mal. Welche Maschine ist die verbunden? 162 ist die verbunden, das heißt du, oder? Ja, und der kriegt gerade kein neues DHCP-Lease. Aber ist deine Metamaschine verbunden? Eine Metamaschine? Also, die sagt jetzt eigentlich nichts. Good point! Du hast die Metamaschine weg, die sagt, dass sie es verbunden. Robin, wir sind mal neu. Ubuntu. Ja, natürlich Ubuntu. Jetzt muss ich die Hauptmaschine erneuern. Die Metamaschine ist da. Ja, genau, hat dir das. Ja, genau, hat dir einen Laptop gegeben. So, passiert jetzt hier irgendwas? Zumindest sehe ich, dass meine Lifetime runterzählt. Ich hier mit IPs, oder? Das ist die 6. Das ist immer noch 2x2. Hast du Pink Crops? Ist deine Firewall so eingestellt, dass ich Pink, dass ich nicht pingen kann? Das sollte sich ja durchgereicht werden in die Raummaschine, und danach habe ich nichts gemacht. Also dieses mitgehobene Effizienz. Moment, jetzt habe ich mich vorhin nochmal. 10-mal das Metallisieren. Wie ist deine normale Maschine unter 62, oder? Ja. Das ist auch von den 10 meinst du? Das ist die 180. Die Kaputt macht die damit aus. 1680 kann ich aber auch nicht abgeben. Das ist aber normal. Aber was kommst du jetzt? Ich komme jetzt raus. Dann macht der SSH. Ich kenne die Option auch aus. Ich bin jetzt alle in dem Netzwerk, die Maschine sollte erreichbar sein. Ich hier? Wie? 1, 2, 3, 2. Ich habe Angst, dass ich jetzt
73, 16, mach du mal 1. 4 mal die 8. 16, 0, 2, statt 2. Was ist denn erkennen? Wenn ihr beide jetzt Internet kommt, dann machen wir jetzt ein SSH. Nein, wir machen jetzt kein SSH, sondern über das Internet. Machen wir mal vorhin 10. Das war ja wirklich der absolute Schluss. Ja. Das kann doch. Hat hier irgendjemand von denen da draußen spielen, die am Internet? Das kann doch nicht sein, wir machen, wir gehen auf Lokal also, über die. Wir gehen dann über die erste. Wo willst du mieten? Wir haben hier Privat-IPs. Ja, aber du kannst doch rausgehen. Ja, wir haben IPv6. Und er kann rausgehen. Und wo treffen wir uns? Bei uns auf Amerika. Nein! Oder, aber... Sag mir mal deine IP. Ich gebe also auf. 2.16.0. 262. Ich kann dich auch nicht erreichen. SSH oder Internet. Aber ich kann meine Host erreichen. So würde der Vortrag noch viel mehr Stil bekommen, weil wir eine weitere Interaktionsschicht einbauen. Und dein Vortrag ist ja gewichtweise über Interaktionsschichten. Symbolbild. Also, ich glaub, wir machen ja nichts anderes, wir müssen Text übertragen. Kann man es einfach alles laut vorlesen oder so? Passwort, das Ausrufezeichen. Nein, Kennwort in großen Buchstaben. Wie es der Ubuntu-User Guide sagt. Das sind alle Server. Hey! So, wunderbar. Jede Menge Bitfields, die wir jetzt überspringen. Wir haben eine Process-ID, wir haben eine Group-ID, Stack Canary, Stack Protector, wir haben Parent und Real Parent, braucht man, wenn man irgendwie so debuggt, denn wenn ich debugge, bin ich dann mit Debugger attached. Und was ist das sind so quasi Sachen, dass ich in meinen Stack quasi so Schutzframes oder Schutzwörter einbauen kann. Und wenn mir jemand den Stack smasht oder ich einen Buffer Overflow habe auf dem Stack, dann sollte das zerstört werden. Und beim Return aus der Funktion kann der checken, ob dieser Stack Canary noch da ist. Und wenn er da ist, dann hatte ich zumindest keinen direkten Buffer Overflow, bei dem ich sequenziell überschrieben habe, weil der Stack Canary ist mehr oder weniger random. Ja, also so ein bisschen Exploitation Mitigation. Ganz hier, ich habe Kinder und Children und Siblings und da schicke ich hin und wieder mal einen Killer in die ganze Gruppe, braucht man alles. Hier noch mehr für Tracing und Debugging. Machen wir das Ganze mal schneller. Das sind die Sachen, die man sieht, wenn ich Top, Hardtop oder sonstiges mir anschaue, die CPU-Zeiten. Bla bla, CPU-Time expired. Nutze ich eigentlich nur zum Debuggen dastehen. Bei mir war in der Task-Com-Lane 16, die ersten 16 Byte von dem Programmnamen drin, also Cat passt voll rein mit Namen. Hier ist System 5, Inter-Process Communication, Shared Memory. Jetzt kommt hier das File-Struck, da habe ich quasi meine, hierzu entsprechend an den Index mehr oder weniger, dazu ein File-Struck, das mir sagt, was denn wirklich ein Read, Write oder Seek auf diesem File-Descriptor ist. Also hier ist der Kernel wunderbar objektorientiert. FS-Struck sagt mir etwas über mein aktuelles Filesystem, also ein Prozessor hat jemand Current Working Directory, Tab Working Directory, Dinge haben alle einen Root und sonstiges. Signal Handling, irgendwelche SecCom-Informationen. SecCom ist dieses Security-Ding, dass ich mal einen Syscall-Filter einführen kann, also mein Prozess darf nicht alle Syscalls, sondern nur die, die da erlaubt sind. Zeug, das Ganze ist sehr... 32. Ja, ist ja schön, dass man hier die Länge weiß. Sonst sind das ja immer wirklich so spezifizierte Sachen. Das sieht so scheiße nach Rast aus. Das ist eigentlich ganz normales C. Also eigentlich nutze ich auch ein C immer nur, dass ich wirklich die Fixed Length hinschreibe, denn sonst bin ich in der falschen Sprache. Denn
Wenn es nicht richtig wäre, gerade die verdeckten Filter. Das heißt, dass wir einfach wahrscheinlich, oder vielleicht machen die da irgendwelche Bitfield-Matic drüber, oder ich weiß nicht warum, aber normalerweise schreibe ich dann immer gern ganz genau hin, was es ist. Ja, es könnte halt sein, dass es einfach Import-Programm ist, wenn es nicht genau passt. Also hier, wenn ich jetzt ein blödes System habe, könnte es hier imperformanter sein, aber C, da wird es ja eh ordentlich gepaddelt auf die entsprechenden Größen dann des Strucks. Das ist zwar auch der einzige Punkt, den was immer ich bringe mal ganz viel hier noch mehr Virtual Memory, wenn ich ein bisschen was machen will. Wenn ich Secrets am System habe, Fulltext Compat, ganz viel Turf-Events, ganz viele tolle Sachen, die ich im Kernel aktivieren kann. NUMA, Non-Uniform Memory Architecture, überspringen wir mal. Ist das schon eine Non-Uniform Memory Architecture, wenn ich hier bin und da und da? Naja. Ganz leichte Graphics Memory. Noch mehr Zeug, was man da hier mehr oder weniger braucht. Oh, Types, bla bla. Was auch sind Types? Das ist jetzt eine gute Frage, kann ich dir gerade nicht sagen. Irgendwas mit Pipes war hier auf jeden Fall. Pipe, Einort, Infos, Splice, Pipe, Cache, Last Use, Pipe, for Splice. So, ich habe keine Ahnung. Also es ändert sich auch hin und wieder, was denn im Taschdruck ist. Was ist Make It Fail? Make It Fail, das klingt für mich irgendwie so ein Debugging-Ding, was man besonders aktiviert. Also, Config Fault Injection. Also, ist, wenn man den Kernel dann debuggen will, dass ich weiß nicht genau, was es kann, aber es ist schön, wenn man die Ziele fehlen kann. Keine Ahnung, was Hazard ist. Und hier, man merkt, hier sind diese ganzen Sachen, die ich aktivieren kann in meinem Kernel. Und hier endet es dann mit einer Warning. Es ist eigentlich nicht wirklich zu Ende. Die haben dann noch was hingehackt in beiden und später. So, Wiederholung. Wie man in Betriebssysteme lernt. Die wichtigen Sachen, die in einem Task sind. So, jetzt hat Makarius hier schon schön motiviert. Gehen wir mal hier hin. Ich mache ein Verzeichnis foo, oh, das existiert schon, ich habe was vorbereitet. So, also meine Prozesse, ich habe den Speicher virtualisiert, ich habe so ein bisschen File-System, alles was in dem Taskstruck ist, ist hier pro Prozess und damit ein bisschen virtualisiert. Aber mein Hauptfile-System eigentlich, ich kann hier aus jedem Prozess alles in meinem Directory sehen. So, wie würde ich denn jetzt ein File-System so ein bisschen virtualisieren? Wie würde ich zum Beispiel so eine neue Shell in das foo-Directory einsperren? Ich habe in foo schon mal vorsichtshalber eine Busybox reingelegt. Statisch gelinkt. Change root. Gute Idee. Brauchen wir sudo für. Ich mache ein change root in das foo directory, führe darin aus. Im neuen root wird dann ganz oben die Busybox liegen. Autocompleted der jetzt nicht. Und da will ich die Busybox Shell ausführen. Alles drin ist. Gebe ein Passwort ein. So. Bin ich drinnen. Wunderbar. Ich habe hier auch schon was vorbereitet, wie man sieht. So, also erstmal, ich kann nicht nach oben gehen, mein Root ist mein Root, ich komme eigentlich nicht mehr auf mein Home-Verzeichnis. Ja. So, schauen wir nochmal ganz kurz an, was das Change-Root da so macht. S-Trace, System Call Tracing, hier sind jetzt gerade in der Busybox Shell drinnen. Hier sehen wir nur, dass der Header war, das heißt, ich will jetzt ganz am Anfang zurück, wo was passiert ist. Hier habe ich angefangen, ich execke. Als sudo das CR-Root das Ganze, hier setzt er so ein bisschen die Shared Libraries und alles fürs Change-Root auf, was man so braucht. Hier fängt er erstmal an, irgendwas mit Leap ein bisschen zu machen, irgendwo fängt er dann auch mit sinnvoll an. Hier passiert das eigentlich, wir machen einen Change-Root-System-Call nach foo und dann wechseln wir in das neue Root-Verzeichnis. So, was passiert denn da eigentlich wirklich? Wenn man sich mal die Größe der Prozess-Task-Struct anschaut, schauen wir mal, also was macht denn ein chroot? Ich suche jetzt in der C-Datei nach chroot und dann suche ich noch nach groß define, weil die Syscalls immer über das define, syscall und dann aber arguments Ding definiert werden. Jetzt sollte er mir gleich in meiner wirklich langsamen VM, oh, wir sind ja wie bei Network Mount in meinem Host-System, hier in die Direktion, aber hier haben wir es schon. Im Fall ist dann open, ist irgendwie das JFruit definiert. Ist ja gleich da. Warum schreibt ihr eigentlich C, wenn ihr da 15 Layer drunter nimmt? Das ist der Begegnung stark.
Syscall sehr gut, was macht der? Der kriegt irgendwie einen User-Pointer, also ist eigentlich nur ein Char-Pointer und das ist annotiert mit, liegt im User-Bereich, kann ein bisschen statische Analyse machen, yay, C. Size FileName. Wir legen uns hier so einen Struct-Path auf den Stack, haben hier so ein paar Lookup-Flags, dann schauen wir diesen User-Path an vom Current Working Directory eventuell. FileName, was übergeben wurde, bei Fehlern gehen wir raus, dann schauen wir, ob wir überhaupt da rein dürfen in diesen Path, also klar Unix, ob wir da hier ins Directory execen dürfen und reinchangieren dürfen. Dann schauen wir, ob wir überhaupt die Capability CR Root haben. Man lernt ja so, der Root-User in Linux darf alles und Root bedeutet alles, das ist seit ungefähr über 10 Jahren falsch. Linux hat saubere Capabilities in seinem System. Mensim Capabilities. Ah, wer ist denn Autoconfig jetzt nicht? Schade, dass das OpenLab das jetzt nicht resolved hat auf irgendeine vertipper.openlab-Domain, aber ich weiß nicht. Capabilities, da ist so alles, was man darf. Normalerweise hat nur Root Capabilities. Da sind so die ganzen Sachen drinnen, wie ich darf Change Ownen und da eigentlich beliebig Change Ownen auch Override, auch wenn ich es nicht dürfte. Ich darf alles Mögliche. Hier CapNet Admin, ich darf das Netzwerk aufsetzen. Ich darf CapNet Raw, ich darf Raw Sockets machen, eigentlich das Einzige, was das Ping-Programm braucht, Raw Sockets. Und hier ist dann das riesige Capsys Admin, ich darf so ungefähr das ganze System administrieren. Sauber in verschiedene Capabilities aufgeteilt. Als normaler User. Cat, Drog, Self, Status, habe ich hier meine Effective Capabilities, das ist jetzt wieder ein Bitset und das ist alles 0. Ich sollte keine Capabilities haben. Das drunter ist das Capability Bounding Set, das ist normalerweise mehr als diese Capabilities, jedes Bit ist eine Capability, ist nicht definiert auf meinem Server. Pi mal auf. Und noch da? Nee. Wunderbar! Okay, ich habe Capabilities gecheckt, ob ich CR-Routen darf. Security Path CR-Root, da passiert dann wohl das Einzige. So, und aus Zeitmangel würde ich das jetzt kurz überspringen, was das Ding macht. Oder, nee, Security Path CR-Root war, wahrscheinlich checkt es noch irgendwas hier sein. ZFS-Root geht auf Current, das ist mein aktueller Taskbuch vom aktuellen Prozess. Und setzt da das FS, was wir gesehen haben, weil dieses File-System struckt, und setzt da das Root auf Path. Und so, ich muss jetzt mal ganz kurz cheaten, ich will jetzt nicht nochmal suchen, um es ein bisschen zu beschleunigen. Was passiert jetzt eigentlich in diesem ZFS Root? Und eigentlich suche ich nur, da habe ich jetzt nicht gecheatet. Also wir suchen irgendwo wie dieses ZFS Root. Na, vielleicht finde ich es auch direkt. Und mein Linux kann ich auch share. ZFS Root, oh, nfs.open. ZFS Root. Den geht gleich stark. Oder wechseln Z wieder stark. Und ich Vollidiot habe mich heute nicht geschaut, da wurde da mal wieder aufrufen. Ist das echt? Ja, aber hier ist der Pfad, ja. So, wo bin ich denn gerade? Das sieht gut aus. Include Linux. Und da gibt es jetzt wahrscheinlich eine FS-Struct. Ich cheat jetzt mal in diesem FS-Struct. Ah, hier habe ich schon getFSRoot. Ist da das FS-Struck definiert? Ja, das ist dieses FS-Struck, wo der Task, wo das Task-Struck eigentlich hingelegt hat mit der File-System-Information. Was ist denn da drin? Users, Binder, um das zu locken, you must exit. Und hier ist, was ich versprochen habe, das Parent Working Directory, oder Current Working Directory, was in jeder Task hat. Und das Root vom aktuellen File-System ist auch in dem aktuellen File-System Informationen pro Pfad gespeichert. Also pro Prozess kann ich da das Root angeben und das macht Change Root. Das schreibt einfach hier nur ein neues Root hin. Und ist der Typ Path, ist das nur eine glorifizierte
genau sagen, aber es ist wahrscheinlich mehr als ein klarifizierter Path. Was ist denn was mit Syntax? Path, Leerzeichen, Komma, es sind zwei Strukts, zwei Path-Strukts. Eines heißt Root, eines heißt TDD. Ja. So. Bin ich hier in den Tool? Ich bin schon drinnen, da gibt es ein Path. Hallo? Ich hab's. Das ist jetzt mein Versorgung. Man weiß eigentlich gleich, was man davor finden muss, dass sich das letzten 30 Jahre nicht verändert hat. Strukt-Path ist das ein Virtual File System Mount Point und ein Dentry, also Directory Entry, so eine Art gecachte Inodes mit Pfadinformationen. Grob vereinfacht. Weil wir produzieren das viel mehr echt nicht, weil ich kann. Will ja vielleicht auch, dass ich das dann tun will, ohne dass alle Programme abstürzen. Ja. Gut, also jetzt haben wir das alles gesehen. Was hat dieses Ding vor allem nicht? Es ist keine Liste, es ist kein Baum. Also ein Prozess kann nur ein CR-Root haben, die stacken sich nicht. Was also? Wir gehen zurück in mein CR-Root. So, was, wenn ich hier drin ein neues CR-Root aufmache? Das überschreibt das alte. Also, Escape ist ein Directory. So, und da copy ich jetzt mal noch die Busybox rein, mache, ich bin eh schon root, weil ich mir zugespannt habe, ein CR root auf escape, Bilder in ausführen, Busybox shell, auch ein Busybox, CR root, Busybox. So, jetzt bin ich in meinem escape directory, habe das überschrieben, komme aber trotzdem nicht raus, bin darin CH-Route. Ja. Was macht denn das CH-Root-Programm an sich? Wir erinnern uns an S-Trace. Erst ruft CH-Root aus, dann wechselt es in das neue File-System. Ja. Also ins neue Root. Was, wenn wir einfach dieses Change Directory weglassen? Ich habe da mal was vorbereitet, natürlich. So. Wo bin ich denn hier gerade? Ich habe eigentlich keine Ahnung. Puh. CH-Root-Escape. Also ich will in das CR-Root, Escape, CR-Routen, bei Fehler gehen wir raus, und dann nicht das Change Directory machen, also ich setze nur das Root in meinem Task-referenzierten File-System, drückt auf ein neues Root, auf ein Directory, das jetzt unter meinem aktuellen Working Directory ist, also ich bin aktuell noch drüber, das CR-Root beginnt erst unter mir, wenn ich reinwechsle. So, und dann führe ich eine neue Busybox aus, weil das ist ja immer nur für das aktuelle Task. So, einfach mal zu. Gibt das Shortcut eigentlich? CD. Fu. GCC. CRUD Escape. Passt. Vom Warning. Führe es aus und es passiert etwas ganz Spannendes. Es sagt Punkt A not found. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Ja, also. Wieder raus aus dem CR-Root. A von geoutet, richtig, es ist dynamisch gelinkt und die ganzen Dinge habe ich nicht in meinem aktuellen CR-Root drin und wie man hier in der einleuchtenden Error-Meldung sieht, es ist der dynamische Linker, der hier irgendwas nicht findet, ganz klar. Hier könnte man sagen, hey Container, pack doch den ganzen Scheiß, den du brauchst, mit in dein CR-Root oder wir machen das, was wir schon seit den 60er Jahren machen. So, immer noch kaum Warnings. Bis 1990. Bis. Und jetzt packt man wieder alles in Container, also so ein Static Linken mit mehr Overhead und mehr Floatware. So eine Art. Mehr sage ich nicht zu Containerformaten. Jemand, der nichts Packages packaged, der kennt den Fehler. Jetzt führen wir das aus. Und wir sind hier, wir sehen wieder den vollen Path. Es sagt aktuell unreachable. Ich habe noch nicht ganz gedebuggt, was das CD der Busybox macht. Also ich kann da jetzt nicht rausgehen gerade. Ich weiß nicht, ob der gerade probiert, das aktuelle Root oder sonstiges aufzulösen für Pretty Brim. Aber ich kann ganz klar aus meinem CR-Root, wo ich eben drin bin, ich kann Verzeichnis hochgehen, kann beliebig hochgehen, ich bin überall, ich bin aus dem CR-Root ausgebrochen. Denn das CR-Root beginnt erst in diesem Escape Directory und das Root macht nichts anderes, wenn ich Pfade auflöse. Es schaut halt, ob ich irgendwann meinen Root erreiche und komme dann nicht höher. Und ich bin ja jetzt schon drüber. Also das wird nie triggern. Also CR-Root ausgebrochen, kein Security Feature. Wenn ich jetzt hier ins Escape wechsle,
ah ja, ich kann ja nicht wechseln. Würde ich rein wechseln, dann wäre ich jetzt plötzlich wieder in Root und wäre wieder gechanged Root, aber ja. Jetzt halt einfach nur relative Pfade benutzen und ich Verzeichnis wechseln, um es wunderbar auszubrochen. So viel dazu. Change Root ist ein Security Feature. So. Das weiß jeder seit 14 Jahren oder was. Richtig, ich habe aber mal gegoogelt nach, wie baue ich Container from Scratch und da fangen Leute zuerst an. Sehr gut, geil! So, also, wir wollen jetzt nicht das File-System Root virtualisieren. Was wollen wir eigentlich virtualisieren? Ich gehe hier mal raus. Sicherweise war das, klingt wie das gute Frage dort. Klingt wie eins der ersten Google-Ergebnisse, kann ich jetzt nicht sagen. Gute Frage. So, ich habe hier in Rust kurz einen Container-Runtime geschrieben. Also, wie sollte es wirklich aussehen? Ich run das jetzt mal, es führt auch wieder eine Busybox aus. Also, erstmal ist es nur eine Busybox drin und Proc ist gemountet. Das ist so etwas Schönes, wie GSAUX machen kann. Ich bin hier wirklich die nächste virtualisierte Ressource, Process-IDs. Ich bin hier allein. Ich habe meine eigenen Process-IDs, meine Busybox ist quasi in it, ist Process 1. Wie sieht es denn aus mit den Mounts? Ich habe wirklich nur Root und Proc gemountet. Wenn ich rausgehe in mein Host, auf mein Host-System, da sehen wir, es ist ein gutes System D. Mount-Info, sehen wir, ja, gutes System D, ne? Also, ich habe hier nicht gezielt routet, ich habe wirklich meine kompletten Mounts umgebogen, habe dadurch File-System-Isolierung. Jetzt muss man mir einfach glauben, dass das hier die einzigen Pits sind und ich keine Kills oder sonstiges an Prozesse außerhalb schicken kann. Ich muss jetzt mal IF-Config machen, ich glaube, mehr hat Busybox nicht. Ich habe noch den Network-Stack mit meinem Host-System, den teile ich, der ist hier jetzt gerade nicht virtualisiert. Und was habe ich jetzt noch alles virtualisiert? Was würde man denn noch sich wünschen können? Was haben wir im Task-Strukt gesehen? Was würde ich noch für so einen isolierten Container eventuell? Dieses System 5 IPC-Memory, der normale Memory ist schon. Ich habe jetzt meine Mounts und damit das File-System virtualisiert. Netzwerk könnte ich noch mit virtualisieren und davon detachen. Und ja, das ist es so mehr oder weniger, was man sich jetzt erstmal wünschen könnte. Das ist die Frage, wie geht das denn? Wie ist das denn passiert, dass ich das jetzt so plötzlich virtualisiert habe? Dafür mehr Code. Oder erstmal, oh, jetzt kann ich hier nicht googeln. Also, vielleicht ist da ein Beispiel. Hier links. Hier links? Ah, passt schon. So, Example. Wir kennen alle ja natürlich den Fork System Call. Hier zum Beispiel, ich forke, mache einen neuen Prozess. Der neue Prozess ist erstmal eine komplette Speicherkopie vom Parent, aber eigentlich ist es eine komplett eigenständige Kopie. Ich kann da alles ändern und im Parent ändert sich nichts. Hier ist der Linux-Kernel in der Implementierung. Wir würden sagen, er ist lazy, also erst wenn ich wirklich was ändere, dann dupliziert er die Speicherpages. Der Linux-Kernel nennt das Copy on Write. COW, Cow abgekürzt, daher auch dieser Recent Exploit Dirty Cow, das war da eine Race Condition drin. Ja, und Fork nimmt keine Parameter, damit kann ich nur forken. Jetzt, wie mache ich denn eigentlich, was man so nennt, Threads? Keine Prozesse, sondern Threads. Ich will mehr Kontrolle über, wie ich fork. Ich möchte forke, aber eigentlich nicht den Memory teilen. Ich möchte den gleichen Prozess wie der Parent laufen. Da gibt es den schönen Clone System Call, dem übergebe ich jede Menge. Hier eine Funktion, die danach laufen soll. Ich trenne also nicht mehr nach dem Return-Wert. Dann muss ich einen eigenen Stack übergeben. Könnte ja sein, dass ich keinen neuen Speicherbereich mache, sondern mir den mit dem Parent über Parent teilen. Und dann gibt es hier ganz viele tolle Flex, die ich setzen kann, was man denn alles sharen und nicht sharen will. Sharen und nicht sharen erinnert ja schon fast so ein bisschen an diese Container-Virtualisierung. Ja, fast. So, jetzt gehen wir mal ganz runter. Hier unten sehen wir Clone VM, Clone Virtual Memory, was Hope sagt. Per Default verhält sich Clone so wie Fork, aber wenn ich jetzt diese Flex setze, dann wird der Virtual Memory nicht geclone. Das neue Child läuft genau über den gleichen Memory wie der Parent. Wir haben zwei Task-Strukturen, also wirklich zwei Prozesse im Linux-Kernel, aber sie teilen den gleichen Speicher und normalerweise nennt man das dann einen Thread. Und die können sich dann natürlich, weil sie im gleichen Speicher sind, entsprechend synchronisieren. So, was gibt es jetzt noch? Lightweight Process, Thread, gibt viele. Das, wenn ich so richtig gesehen habe, ist das eine Library und ich glaube, die clonen auch nur mit dem Clone VM. Bin mir jetzt nicht 100% sicher.
Zu POSIX wird es gehört mehr, da gehört Synchronisierung und sonstiges noch dazu. Also hier ist wirklich nur gleiche Adressbereiche und die Dinger können cachen. Ich habe keine ordentlichen Memory Fences und Atomic Bus Updates, wenn ich auf meinen Memory Bus gehe. Also wenn ich jetzt einfach Integer implementiere, kann es sein, dass der irgendein Cache noch rumdödelt oder dass allein das Increment nicht Atomic über den Memory Bus geht und wenn das zwei racen, dann so dieses Beispiel, was kommt raus am Ende mit, kennt doch dieses Beispiel, zwei Prozesse implementieren eine Zahl, was kommt raus am Ende, je nachdem, der zuerst implementiert hat, 0, 1 oder je nach Architektur auch irgendein beliebiger Wert, weil die nicht atomar diesen Integer über den Bus geupdatet haben, sondern einfach random Garbage. Nicht in dem erwarteten Bereich. Das ist jetzt sehr CPU-spezifisch dann. So, es gibt ein Programm, das nennt sich Unshare und das macht eigentlich genau diese Sachen. Es unshared noch mehr und das Schöne, alles was dieses Programm macht, kann ich auch bei einem Clone-System-Call als Flag übergeben. Ich kann hier also einen Mount-Namespace unsharen. Das heißt, ich mache ein neues Child und das kriegt einen eigenen Mount-Namespace. So wie ich den VM dupliziert habe, habe ich den Mount-Namespace dupliziert. Ich starte mit einer Kopie von Parent, alle Änderungen propagieren nicht zurück. Stimmt nicht ganz, es gibt Mount-Namespace-Sharing und System-D macht das die ganze Zeit an. So dass ich aus dem Container aus wirklich mein Host-File-System klicke, wenn ich es nicht explizit wieder ausmache. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr Mount verwende als Programm, sondern nur noch proc/mount-info. Da sind nicht diese Sachen drin, die Mount-Info hier ist shared mit irgendeiner ID. Und das heißt, Änderungen über shared Mount propagieren sich doch. Das heißt, man muss diesen Shit dann erstmal wieder auf private setzen. So. Es gibt UTS-Namespaces, das ist das Unix-Timesharing-System, das eigentlich nur, mehr oder weniger, hat nichts mit Zeit zu tun, Zeit ist leider noch nicht virtualisiert, den Hostname virtualisiert. Inter-Process-Communication, das war dieser Sys5-IPC-Memory, der dann virtualisiert wird und damit ich meinen eigenen Bereich habe, nur noch mit den ganzen Prozessen in dem da. Network-Namespace, kann man genauso machen. PIP-Namespaces. User-Namespace. User-Namespace ist eine krasse Sache, hat wahrscheinlich hier keiner gesehen. Ich mach's nochmal, ich bin mal ein normaler User, tippe kein Sudo, einfach nur Kaloran. Hier ist keine Security Binary oder irgendwas. Und, na, ich kriege eine Raute, das könnte auch gefaked sein, für root. Und jetzt das krasseste, proc self status. Ich habe effective capabilities. Das finde ich jetzt wirklich krass. Ich habe als normaler User irgendwie Capabilities geschaffen, die ich nutzen kann. Das Ganze ist ein User-Namespace, also ich habe mir so einen neuen User-Namespace gemacht. Alles, was ich hier mache, ich bin wirklich root in diesem Namespace, wird zurückgemappt im realen System auf meinen eigentlichen User-Account. Und da wird dann nochmal geschaut, ob ich das darf. Aber ich kann jetzt zum Beispiel hier drin, wir haben es an meinem File-System gesehen, ich habe proc drin, ich habe proc reingemountet, ich durfte proc in meinen eigenen Mount-Tree mounten, weil ich plötzlich die Mount- oder Sys-Admin-Capability habe, als normaler User. Was hier eine sehr krasse Sache ist. Ich versuche irgendwas zu accessen, was im Proc nur im Admin vorbehalten ist. Dann, du meinst zum Beispiel LS-Proc-Mem oder so etwas? Was mein Proc, zum Beispiel, ja, keine Ahnung. Proc, ah, das wäre DevKMem. Weiß nicht, aber Find Proc gibt ja ziemlich viele Errors normalerweise. Find Proc. Und jetzt will ich eigentlich nur noch die 2 sehen und noch meine Temp-Datei. Das ist Busybox gezeigt. Da war zumindest 1 Permission denied. Also das Proc ist ja jetzt für mich hier in meinem Proc ist drinnen. Ja, das ist ja eigentlich nur dann ein drüber geschustert, ein Scheinadmin. Richtig! Scheinadmin nur im aktuellen Namespace und im Proc. Ich habe hier nur Prozess 1 und Prozess 14, beide gehören mir. Ich habe nicht alle Proc von den anderen Prozessen auf dem System, wo ich keine Berechtigung habe, drauf zu kommen. Das heißt, deswegen haben wir jetzt hier so wenig Errors. Würde ich jetzt def line mappen und defkmem execen schreiben, hätte ich hoffentlich, obwohl ich gut bin, hoffentlich, habe es nicht getestet, keine Berechtigungen. Was ist jetzt Ubuntu 16.4, Ubuntu irgendwas. Ja. Debian hat das auch, ist nur nicht enabled by default. Ja, also der Kernel kann es wahrscheinlich, es ist bei vielen disabled, weil man sieht, ich habe hier diese riesige Angriffsfläche plötzlich. Ich habe als normaler User mir Capabilities in nur einen speziellen Raum beschworen, aber was hat denn mein Kernel alles noch drin in diesem Raum? Wahrscheinlich Treiber für ein Lego Mindstorms von 1960 oder irgendwie so etwas oder sonstige Debug-File-Systeme und alle. Die kann ich alle mounten, die kann ich dann
accessen, als wäre ich root und damit habe ich die volle Kernel Attack Surface als normaler Nutzer. Also Username-Spaces sind eine kritische Sache. Oder wie es Docker ausdrücken würde, Username-Space ist super geiler Scheiß, denn alles, was du im Container tust, wird nochmal extra gecheckt, ob du es auch außerhalb vom Container als normaler User tun dürftest. Und damit ist es super sicher. Ja, also ich habe hier die volle Kernel-Attack-Surface, als wäre ich root. Das heißt, Angriffsmodelle, welcher Dateisystem dreimal schon das Angriffsmodell, hey, root probiert dein Dateisystem irgendwie kaputt zu machen, dann denkst du doch, nee, root darf eher, das ist kein Angriffsmodell. Jetzt ist es doch mit Username-Spaces. Container-Security, was wir hier auch gemacht haben, eigentlich ist es ein Blacklisting. Wir haben jetzt alles angeschaut, was wir haben und dann nur mehr und mehr, das könnte man jetzt hier noch virtualisieren, das und das ist einfach nur ein paar Sachen geblacklistet. Krasses Gegenteil zur virtuellen Maschine, da fängt man erstmal mit nichts an und das Ding darf nichts und dann darf es nur, was explizit erlaubt ist. Hier haben wir einen riesigen Linux-Kernel-Monolithen und schmeißen obendrauf noch so ein paar Sachen. Jede Art von richtiger Sicherheit wird nur gewaltig. Richtig. Damit haben wir das Thema Container Security erschöpfend behandelt. Danke für die Zusammenfassung. So, und jetzt haben wir noch 9 Minuten, um zu sehen, wie der Container funktioniert. Ich wollte was in was zeigen. Endlich kommt hier was. Win! 10 vor 11. Also, 7 Minuten wäre besser als vor. 7? Oh, shit. Also. Hier, ich habe Rust geschrieben, meine Lieblingsfunktion ist, nimmt einen Path und macht daraus einen Z-String. Es ist nirgendwo ein Unsafe, super toll, also was nimmt es? Nimmt irgendetwas, was man als eine Referenz auf einen Path, also einen String-Code lassen kann. Ein String in Rust ist ja alles UTF-8. Ja. UTF-8 hat nichts damit zu tun, was Linux denkt, dass ein String ist. Oder ein Path. Ein Path in Linux oder Dateien sind beliebige Byte-Sequenzen, nicht mal gültiges UTF-8, halt mit Slashes und Null-Charaktern aufpassen. Ja, genau. Deswegen nehme ich diesen Path erstmal, mache ihn in einem OS-String, was das OS denn denkt, dass es ist, mache mir daraus Bytes und rappe das Ganze in einen C-String, also in einen null terminierten String. So, also mehrfach Konvertierung und das Ganze, wenn ich es irgendwann an die libc übergebe, die will keine C-Strings, die will Pointer darauf. Das ist der Punkt, wo mich was dann wirklich ein bisschen genervt hat. Ich gebe hier den C-String explizit zurück. Ich könnte gleich einen Pointer darauf zurückgeben. Ja. Wäre auch Safe Rust, wäre gar kein Problem. Ich könnte das jetzt auch so refactoren und fasse nur Safe Rust-Teile an, dass ich hier nur noch einen Pointer zurückgebe. Dann spare ich mir, wenn ich dann irgendwann mal nutze. Irgendwo nutze ich es. Hier sieht man, hier mache ich immer noch erst Pointer explizit und dafür muss ich vorher irgendwas machen. Ja, ja, es wird mir dann aber explodieren. Und da gibt mir die Rust Memory Garantie eigentlich gar nichts. Ich kann hier im Safe Rust beliebigen Unfug mit Pointer machen, solange ich ihn nicht dereferenziere. Es explodiert in einem Unsafe Block. Aber zum Beispiel dieses Refactoring, was ich geschrieben habe, ich fasse nur Safe Rust an, gar kein Problem. Nee, explodiert. Nee, auf dem System nicht, sogar auf einem anderen System ist explodiert, weil Pointer kann. In einem Unsafe Block, also, aber. Ja, aber Safe Rust. Safe Rust heißt nicht, dass man, wenn man nur Safe Rust anfasst, dass alles safe ist. Solange man sich unsafe macht. Wenn irgendwie schon unsafe irgendwo an einer anderen Stelle im Code explodiert, hast du gar keine Garantie mehr. Wenn irgendwo im Code das existiert. Also wenn schon ein unsafe existiert, dann gibt es keine Garantie mehr, dass das Safe Rust noch. Genau. So, und jetzt schauen wir eigentlich den Container an. Ich habe hier einen. Dürfen Filenames auch binäre Nullen haben? In Rust war schon jetzt Ende. In C. In C, also in Rust, wenn ich diese Konvertierung mache und da in diesen Rust-String oder OS-String, den ich da habe, und da ist dann eine Null drin, dann kenne ich das einfach. Also, das macht der Kernel. Das erwartet ja, dass die Dinger Null kanalisieren. Ich weiß ja, er kriegt noch. Genau, wir haben ja gesehen, der Kernel kriegt einen Char-Pointer und der muss ja wissen, wann der aufhört, also geht bis zum Null-Terminieren. Das sind Byte-Strings ohne Slash und ohne binäre Null. Genau. Also im Unterschied zu, was Rust sagt, sind Strings. Also auch der Bell-Charakter, was sehr lustig ist. So. Mit Slash meinst du natürlich das Byte. Ja, nicht das kirgolische Slash, das auch. Okay. Container in Rust in 3 Minuten. Also. Ich habe hier eine Funktion. Du musst den Bildschirm wieder. Ja, ich habe schon gedrückt. Run Contained gemacht, die kriegt eine Funktion, das nenne ich eine Setup-Funktion. In der habe ich in meiner Container-Logik, die wir eben gesehen haben, einfach nur das System nach einer statisch gelinkten Busybox abgesucht und dann ins Container umgeschrieben. Deswegen kriegen wir den Path dazu. Und die Run-Funktion führt dann
kann irgendwas ausführen, beliebigen Rust, wenn der Container da ist, was das Beispiel vorhin gemacht hat, eine Busybox geexec't. So, vergessen wir das Ganze mal, man braucht so ein bisschen Synchronisierung, pur, wenn's da Unix Synchronization natürlich über Pipes lesen. Don't do this at home. So, ich mache mir einen neuen Stack. So, und jetzt klone ich mir ein Child mit diesen ganzen geilen Flex, die wir gesehen haben. Neuer User Namespace, neuer Namespace, das ist der Mount Namespace, war der erste, die dachten nicht, dass da mehr kommen. Neuer Pit Namespace, sig Child, es soll ein Child an Parent zurückgesendet werden, was wir jetzt auch einfach machen können. Wir können jetzt einfach noch hier hinzufügen. Clone, ups, new, ich glaube es ist new net, das könnt ihr dann mal im Sangern anschauen, ihr müsst jetzt einfach glauben, wenn ich das jetzt dazugefügt habe und den meinen Container nochmal ausführen, dann ifconfig eintippe, es kommt nichts, gar nichts, kein Interface leer, ich habe einen neuen Netzwerkstack für alles bekommen. So, und das war's eigentlich. Jetzt setze ich hier nur noch mein Pip-Mapping ab, das heißt, im Container bin ich 0, das mappt außerhalb auf den Container, außerhalb auf den User 1000, was ich bin, das war diese, wie ich im Container 0 sein kann, als normaler, als Container root sein kann, als normaler User. Mapping, dann mache ich hier noch etwas für Legacy Kernel und dann setze ich das Ganze nochmal für Group-IDs auf, weil ich war auf Group-ID 0. So, und dann mache ich die Synchronisierung, jetzt darf das Child loslaufen und hier waite ich eigentlich nur noch auf das Child und beende mich dann. That's it, das ist die ganze Container-Logik. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen den Container aufsetzen. Was für ein Stack? 512 Pages, das ist tatsächlich eine schöne Sache, da ich mir in Rust einen Memmap-Wrapper geschrieben, den dieses Stack aufmacht, mit dem ordentlichen Flex initialisiert, Guard-Pages gemacht und wenn er out of scope geht, auch sauber wieder anmeldet. Das war ganz schön in Rust, denn hier hat man kein hartes Unsafe-Ding gesehen, das ist in der Leitung das harte Unsafe-Gedünse. So, ich parse mir so diese File-Deskriptoren raus, brauche ich nicht mehr, hier synchronisiere ich kurz an dieser Stelle, das Ganze ist jetzt indented, denn wenn das irgendwie panickt, dann probiert Rust den Stack zu anwurden. Ich wurde gerade auf den Kern gerufen und das crasht furchtbar. Deswegen nochmal kurz gerappt, dass es weniger furchtbar crasht, gibt es immer noch. So, hier close ich dann diese Pipe, wähle daraus und das ist quasi an dieser Stelle hat der Parent-Prozess mir alles sauber mit den Pit-Maps, diese User-Maps aufgesetzt. Jetzt kann ich loslegen, wenn ich vorher loslege, ist ein bisschen inkonsistent. Wenn ich zum Beispiel jetzt nochmal hier davor noch meine User-ID fragen würde, der es cachen und ich hätte eventuell noch die alte oder gar keine oder Shift. Jetzt geht's los. Deswegen ist auch die Architektur, dass ich über Clone mache. Ich könnte auch einen Prozess einzeln anstellen in einem neuen Namespace machen, weil dann, wenn du halt eine gecachte User-ID hast und das macht die Libc standardmäßig, dann bist du am Arsch. Grob gesagt, deswegen ist Clonen das Saubere. So. Erstmal dump ich hier meinen Selbststatus, was wir gesehen haben, um zu sehen, dass wir wirklich Capabilities haben. Dann mache ich hier Mount Container ist der Root, wo ich rein will in meinem Container. Wenn nicht, erzeuge ich das, hier passiert nichts. Dann mounte ich in dieses Directory, ich darf mounten, ich bin jetzt in meinem User Namespace, plötzlich ein TempFS. An dieser Stelle zeigt bei einem Mount Info an den ganzen Shit vom Host-System, System-D plus das TempFS. Ja. Dann sage ich rekursiv mounten, mach mal alle diese Mount Points private, dass ich sie halt nicht mit dem Host-System gemacht habe, was wir vorhin gesehen haben. Jetzt bin ich wirklich, jetzt kann ich hier meinen Mount beliebig vertuschen. Host-System merkt nichts. So, jetzt hier ich mounte, ich habe erst ein Proc Directory erzeugt und mounte da Proc rein. So, wie mache ich jetzt, dass ich wirklich in dieses Datei, in mein neues Dateisystem wechsle? Ich will ja nicht CA routen. Ah, hier läuft die Setup-Funktion, die man User supplyen kann. Wie macht es denn der Linux-Kernel, wenn er bootet? Der ist erstmal in so einem Init-RAM-FS initialisiert, ist irgendwann hat er seinen Root irgendwo gefunden und dann muss er irgendwann aus dem Init-RAM-FS in das eigentliche Root der Festplatte, sag ich mal, wechseln. Und da gibt es das schöne Pivot-Root. Macht folgendes, man gibt einen New-Root und ein Directory, wo er das alte Root hin verschieben soll. Men Pivot-Root hat eines der schönsten Kommentare in der Main-Page. Das ist das Kommando, ich suche den libc-wrapper, die eigentlich nur eine syscall-Funktion ist. Some of the more obscure uses of pivot-root may quickly lead to insanity. Hier ist es aber ziemlich direkt, finde ich. LXC macht so Stunts, wie ich bind mounte mich selbst auf mich selbst und mich dann auf mich selbst zu pivot-rooten und mich selbst zu anmounten und chip zu lösen. Hier erzeugt ein Directory mount, lass das alte Root dahin rein verschieben. Jetzt wechsle ich in mein neues Root. Setze hier die ganzen Paths richtig auf,
jetzt lösche ich das alte Root, also erstmal unmount ich es, mount detach heißt, entferne das Maus aus meinem Tree, aber unmount es nicht komplett. Klar, ist ja ein Maus noch voll gemountet. Das ist ein normales Mount, würde niemand interagieren. Dann lösche ich das alte Directory, wo ich es rein gemountet hatte, jetzt habe ich es sauber aufgeräumt. Dann dumpe ich meine Mount-Info und dann bin ich eigentlich fertig mit meinem Container. Es fehlen noch ein paar Sachen. Der Container darf unlimited Ressourcen benutzen. Würde ich das einschränken wollen, gibt es Seedroots. Ich übergebe das volle Capability-Set an den Prozess, den ich danach ausführe. Ist okay, sagt die Dokumentation, solange der Linux-Kernel perfekt ist. Will ich eventuell einschränken. Dann ist der Container das, was man nennt, erst naked. Ich habe also nur noch Proc reingemount und eventuell will ich da ein Abarm oder SE-Linux-Profil drauf haben, dass ich da doch nicht zu viel krassen Unfug mitmachen kann. Aber dann, an dieser Stelle, kann ich eigentlich dann meine User-Supply-Funktion ausführen, die dann die Busybox exekutieren würde. Herzlich willkommen, wir haben einen Container in nicht ganz 3 Minuten gesehen. Das ist es.